Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von A Long Way Down. Wir sind im Finale von der ersten Kammer zumindest. Und ich glaube, ich habe in der letzten Folge schon meine Karten angepasst. Deswegen gehen wir sofort in die Kammer rein, wollte ich eigentlich. Danke. Und also das wollte ich zumindest machen. In diesem Mini-Let's Play zumindest die allererste Kammer, halt diese Damballas-Kammer einmal zeigen. Und mal gucken, ob ich es hinbekomme. In der letzten Folge, wir müssen auf jeden Fall Paras töten. Da war das ja ein bisschen schwerer, mit den Leuten, die alle zu vernichten. Also da musste man schon die Buffs wegnehmen und die zu töten. Und die haben auch schon richtig viel Damage gemacht und man musste mehr Taktik anwenden. Bin gespannt, wie es jetzt hier im Finale, in Anführungszeichen, ist. Wie viele Kacheln haben wir denn? Ein paar zumindest, okay. Das Lagerfeuer unten ist mega gut bewacht, obwohl nur drei kleine Dinger. Könnte man vielleicht hingehen, da wäre ja auch noch so eine Kiste auf dem Weg. Und hier sind halt auch mega viele Lagerfeuer. Also da möchte ich, glaube ich, auf jeden Fall hin. So, können wir uns erstmal richtig geil hier die Kiste snaggen mit einem Diamantschild drin. Der ist wahrscheinlich sogar tatsächlich sehr gut. Hatte ich überhaupt schon mal ein Schild? Ich bin mir gar nicht so sicher. Und dann bauen wir uns hier jetzt einfach einmal rüber zu den Lagerfeuern und holen uns dann diese Kiste da hinten auch noch. Dann können wir hier vielleicht noch zu dem Kacheln hin. Ey, hat er gerade meine Kachel kaputt gemacht? Was soll das denn? Achso, was müssen wir denn sonst noch machen? Töte 4 Mini-Paros und erreiche Sarkophag 2. Das sind die Dinger hier. Da sind halt auch viele Leute drauf, aber ich wollte jetzt eigentlich erstmal darüber gehen. Danke. Darf ich jetzt? Ja, cool, danke. So, nehmen wir gleich das Lagerfeuer mit nach dem Kampf. Ach, das ist auch cool. Das Lagerfeuer wird erst nach dem Kampf ausgelöst. Das heißt, wenn wir jetzt Leben verlieren, dann kriegen wir aber sofort wieder 50 Leben dazu. Was haben wir denn hier so? Schwächung. Verringert den Schaden des Ziels 2 Runden lang um minus 10%. Ach du Scheiße, wenn jeder von denen angreift, dann kriegen wir einfach minus 30% Schaden. So, ich habe bisher auch seit dem letzten Mal nicht reingeguckt. Deswegen keine Ahnung mehr, wie genau das funktioniert. Aber das klingt doch schon mal gut hier, dass wir unseren Schaden um 25% erhöhen. Und vielleicht erhöhen wir auch einfach mal unsere Abwehr. Und dann geben wir einen noch einen Schlag mit Power. Wir hätten natürlich auch einfach so einen Stich hier machen können. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, jetzt tritt das aber ein, dass ich hier die minus 30% bekomme. Nicht ganz so geil. Ein Glück machen die nicht so viel Damage. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich vielleicht mit dem Stich probieren soll, ihn hier zu töten. Da müssen wir halt ein bisschen Glück haben. Wir probieren es einfach mal. Ah, es hat genau 73 abgezogen. Jetzt ist die Frage, ob man mehr abziehen kann und ob das dann noch angezeigt wird oder... Egal. Hä, das war mega Glück gerade. Ihr habt doch gesehen, wie wenig ich eigentlich abziehen hätte tun können. Zwischen 54 und 80 oder sowas war das, ne? Krass, dass das gereicht hat. Dann würde ich sagen, machen wir Schaden und uns selber stärker. Das ist auch immer eigentlich ganz nett. Und wir können gleich noch unsere Flüche hier wegnehmen, wenn die uns wieder schwächen wollen. Aber die schwächen uns irgendwie gar nicht. Hä? Jetzt haben sie... Ah, die wechseln auch ihre Karten, Leute. Jetzt raff ich's. Die haben sich selber hier gerade stärker gemacht. Das sind ja kleine Schlawiner da. Okay, machen wir die Abwehr von dem Rechten runter. Und dann töten wir einfach den Linken und dann haben wir es ja eigentlich schon. Bap, bap. So, die sind ja alle super schwach. Guck mal, kriegen wir sogar genau die 50 wieder, die wir hier verloren haben. Also zumindest fast. Oxidation klingt auch sehr gut. Schaden machen und seine Defensive noch weiter runtertreiben. Und dann sollte mit ein bisschen Glück... Nein, es langt nicht. Scheiße. Dann könnten wir uns noch einmal heilen. Machen wir gleich. Wir heilen uns dann einmal und dann haben wir, glaube ich, wieder volle Leben. Mit dem Lagerfeuer zusammen. Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass er eben nicht gestorben ist. Hier, Heilung. Bist du auch nochmal Heilung? Nee, das erhöht nur unseren Schaden. Dann können wir aber sehr sicher gehen, dass der Schlag den auf jeden Fall tötet. Ja. Und es steht tatsächlich da, dass man auch mehr Schaden macht. Der hatte gerade noch 22 Leben, aber wir haben 29 abgezogen. Heißt, wir haben eine Punktlandung mit diesem 73er Damage vorhin gemacht. Das ist ja richtig heftig. Okay, coole Beute. Kriegen unsere 50 wieder und sind wieder full life. Das war ja ein richtig guter Kampf. Geil. Da packt er einfach eine Falle auf die Truhe, der Blödkopf. Dann brauchen wir auch die beiden anderen Dinger hier nicht. Das ist ja höchst interessant. Aber wir halten uns auf jeden Fall den Weg hier mal frei, dass wir da später wieder hingehen können. Aber zunächst holen wir diese Kiste. Und in der haben wir eine Plattenrüstung. Auch nicht schlecht. Ich nehme das alles mal mit. Alles meins. So, was bist du? Du bist eine Falle. Aber wahrscheinlich nur gegen mich. Ich will mal ausprobieren, ob die Falle... Hä? Nee, was ist denn das? Neuer Aktionspunkt. Erhalte einen weiteren Aktionspunkt während deiner Runde. Okay, ja, von mir aus. Jetzt habe ich wieder drei Aktionspunkte. Ah, das ist ja nett. Gut, was machst du? Lagerfeuer, auch ganz cool. Stapel Kacheln. Nutze diese Kachel, um dir einen Pfad zu schaffen. Achso, da liegen dann neue Kacheln drauf, ja. Okay, nee, brauchen wir jetzt aber auch nicht. Ich möchte eigentlich nur die Mauer hier vernichten. Können wir hier nämlich durch gegen den kämpfen und uns gleich noch die Kacheln hier holen. Und ich glaube, da ist sogar so ein Mini-Taure dabei, oder? Der hier? Nee, ist ein Pawn. Pawn! Der auseinanderfällt, wenn man die tötet. Ich erinnere mich. So, auf jeden Fall erste Runde. Erstmal Rüstung erhöhen, ganz klar. Und erhöhten Schaden behalten wir, glaube ich, erstmal noch, falls wir hier bessere Karten bekommen. Wir können von mir aus auch mal so ein
Typen hier verstärken. Die machen ja sowieso kein Damage. Und greifen nochmal ganz normal an. Adodo, das können wir, glaube ich, erstmal wegtanken. Also diese Kugeln können halt wirklich gar nichts, aber die machen uns hier gerade schwächer. Das ist natürlich richtig geil. Und der eine hat uns sogar vergiftet, dass wir jetzt jede Runde minus 20 Leben bekommen. Ach du Kacke. Vielleicht sollte man sich erstmal um diesen Pawn kümmern. Ja, der ist richtig stark. Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal auf den Pawn. Dann erhöhen wir erstmal unseren Schaden. Das negiert sich mit dem anderen hier. Also machen wir jetzt eigentlich nur noch normalen Schaden. Und dann greifen wir den großen Fettsack hier mal an, weil der macht mir wirklich zu viel Damage. Wir haben zweimal gekrittet. Heftiger Kack. Auf jeden Fall ein bisschen Glück auf unserer Seite. Gut, dass da gleich noch die Lagerfeuer sind. Und, die werden hier mal alle besser. Richtig unfair. Das ist schon ein bisschen unfair hier. Wir müssen jetzt auf jeden Fall sehr viel Damage machen, weil wir gerade noch gebufft sind. Guck mal, wir können es noch stärker machen. Ja, plus 50. So, wir können uns nochmal verbessern. Pow, plus 65%, ey. Mega gut. Na komm, dann machen wir hier so einen Hieb. Der ist wahrscheinlich trotzdem nicht tot. Nee, das ist ein bisschen lame. Aber, irgendjemand, wer bufft denn hier immer? Aber kein Problem, wir machen ja auch 65% mehr Schaden. Und ich glaube, wir schlagen ihn einfach jetzt tot, oder? Ja, komm. Zack, zack. Dann noch einmal eine Heilung für uns. Oh, Rüstung runter. Und dann einfach ganz normal angreifen. Das machen wir jetzt einfach die ganze Zeit. Angriff, Angriff. Vielleicht langt das sogar. Yeah. Oh nein, nicht minus 9 Leben. Wie kannst du es wagen? So, und jetzt können wir ihn richtig krass schwächen. Hier, wir machen seine Abwehr runter. Zack. Und wir greifen ihn einfach so an. Und dann noch ein normaler Schlag. Und dann ist er doch weg. Easy game. Wir haben kaum Leben verloren, dank der Heilung. Ja, können wir hier die schönen Stapel mitnehmen. Schön 6 Karten mit 2 Flüchen dabei. Richtig geil. Oh, ich sehe auch gerade, wir haben gar nicht so viele Kacheln. Ein Glück hat er da gerade eine neue Kachel hingestellt. Was ist das denn hier eigentlich? Marmorstatue hält eine bestimmte Menge an Staub. Ach so. Ja, auch nicht schlecht. Und diese Mini-Paros müssen wir töten für die Quest. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir das wirklich hinbekommen. Also die Quest sind schon ein bisschen heftig. Und der Boss ist ja hier auch noch. Der ist bestimmt richtig heftig. Na gut, ich nehme mir erstmal die Lagerfeuer hier mit. Zumindest ein. Und dann können wir von mir aus... Ach fuck, das war ein Fluchding. Okay, den besiege ich dann nochmal kurz. Ich möchte eigentlich zu diesen Mini-Paros. Na gut, der ist ja gar kein Problem. Einfach einen Schildstoß rauf und dann zweimal hauen. Und dann ist er glaube ich, weg, oder? Als aber mit 2 Leben überlebt. Willst du mich flachsen oder was? Okay, dann gib mir jetzt eine Heilung. Heilung? Ich kriege echt eine Heilung. Okay, dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Dankeschön, liebes Deck. Ach man, das Herz der Karten ist immer noch das Beste. Wenn man das hat, dann kann man gar nicht verlieren. So, Mini-Paros, Hallöchen. Und dann kriegen wir sogar noch ein bisschen mehr Staub dadurch. Auch nicht schlecht. Oh, der Mini-Paros ist aber ganz schön groß, möchte ich sagen. War der schon immer so groß? Holy moly. Na gut, erstmal uns natürlich verstärken. Wir machen aber dasselbe hier. Unsere Abwehr kann auch nochmal hoch. Und dann einfach ein Stoß auf den Kleinen, weil Klein... Ja, immer erst auf die Kleinen, Leute. Das müsst ihr euch auch merken, wenn ihr in der Schule gegen eine krasse Gang kämpft. Immer erst auf die Kleinen. Ja, mit dem Stich ist er auf jeden Fall weg, aber der Stich wird wahrscheinlich mehr Schaden machen, als ich will. Deswegen hier einfach ein kleiner Stoß für dich. Uns nochmal verstärken und den Toten machen. Und dann da nochmal angreifen und dann ist doch alles nice. Seine Angriffsanimation sieht immer noch voll geil aus. Das Spiel ist so chillig. Oh Mann, ey. Schade, dass das kaum jemand interessiert auf meinem Kanal. Aber man kommentiert ja doch immer irgendwie dasselbe. Das ist halt das Doofe. So, wir können seine Verteidigung runter machen. Und er hat sowieso keine Segen. Ich wollte ihn jetzt eigentlich mit dem Stich abknuddeln, aber okay. So, hier halt noch 2 Schläge und dann in der nächsten Runde noch einen Stich und dann ist er, glaube ich, tot. Obwohl wir in der nächsten Runde natürlich nicht mehr verstärkt sind. Das geht jetzt, glaube ich, weg. Ja, genau. Unsere Buffs gehen weg. Wir können es aber nochmal heilen. Ah, ich glaube, der Stich tötet ihn sowieso nicht. Ha! Einfach nur ein... Nein, er hat 75% mehr Abwehr. Darauf habe ich gerade nicht geachtet. Nein, dabei hatte ich sogar den Bandspruch. Ich bin so ein Vollidiot. Na gut, wir machen unseren Angriff besser. Wir heilen uns. Und wir machen ihn stärker, Fragezeichen. Ich bin mir nicht so sicher. Ich greife ihn nochmal ganz normal an. Ich weiß, er hat immer noch die 75%, aber das ging ja jetzt weg. Deswegen war mir das mit dem Bandspruch gerade egal. Mann, da hätte ich eben drauf achten müssen. Das war super dumm. So, hier, Verfall. Du verfällst jetzt in deine Einzelteile. Friss meinen Schlag. Und den zweiten dazu. Ah, die sind schon eine andere Hausnummer, diese Mini-Paros. Aber das wussten wir ja auch schon aus der letzten Folge. Wie viel Heilung ich einfach bekomme. Das ist voll die OP-Karte. Und weg. Ich sehe schon, diese Folge wird schon wieder viel zu lang, wenn ich das so weitermache wie bisher. Ah, wir kommen noch gar nicht an den Boss ran, weil der hat hier Mauern drumrum. Hier ist gerade eine verschwunden, dass wir da jetzt auch ran können.
Aber eben hätte ich auch gar nicht zu dem hingekonnt. Das ist ja auch sehr interessant. Guten Tag, der Herr. Ich möchte gerne nicht gegen Sie kämpfen. Dankeschön. Nehme ich eigentlich einfach nur diese Platten hier haben. Vielleicht davor nochmal heilen. Ja, das nehme ich mit. Nehme ich noch mit. Und wir müssen wieder kämpfen. Immer muss man kämpfen in diesem Spiel. So, was haben wir denn hier so? Wir hätten Schwächung. Ich glaube, das packe ich auf den linken, weil der gerade stark ist. Jetzt ist er wieder normal stark. Immerhin. Wir können uns noch verbessern für 2 Runden. Aber ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Nee, wir heilen uns einfach einmal und dann schlagen wir einfach einmal zu. Ich glaube, das ist in Ordnung. Oxidation, immer auch immer ganz nett. Also, die machen sich richtig stark. Plus 40%! Läuft bei dir, läuft richtig bei dir. Naja, dann erstmal die Abwehr von dem runter. Unseren Schaden erhöhen für 2 Runden? Ich glaube, das ist ganz gut. Wir erhöhen den jetzt einfach doppelt. Haben wir plus 50% und kriegen sogar noch 3 neue Karten? Ja. Oh, guck mal, da haben wir sogar einen Stich. Genau das wollte ich haben. Ein geiler Stich. Aua. Okay, die machen richtig viel Damage. Der macht jetzt einfach 52% mehr Damage. Was ist denn bei ihm kaputt? Viel zu heftig. Aber mit ein bisschen Glück können wir ihn töten mit dem Stich. Okay, nein. 161er Crit. Good job. Good job. Namenloser, schwarzer Typ. Sam heißt er, glaube ich, ne? Genau, wir heißen Sam. Geil, ey. Okay, das war gut. So, Rüstung. Ach, unsere Rüstung können wir nur erhöhen. Okay. Ist auch nicht so schlecht. Dann heilen wir nochmal alle, weil er hat sowieso noch keine Leben verloren. Also nur gut für uns. Und dann einfach ein ganz normaler Stoß. Einfach damit wir neue Karten bekommen. Alter, der macht so viel Damage. Ich hasse ihn dafür. Erstmal seine Segen hier wegnehmen. Hallo, Segen weg von dir. Mögen die Segen von dir lassen. Ich glaube, ich heile mich dann lieber mal. Aua. Immer wieder schön, dieser Schmerz. Ich liebe ihn. Ist das. Und dann noch 2 Schläge. Und mit ein bisschen Glück, wenn da zumindest ein Crit bei ist. Da kommt noch ein Crit. Fuck. 4 Leben hat er noch. Das ist doch scheiße. Das ist doch richtiger Crap hier. Können wir es auch irgendwie heilen durch irgendwas? Wir können zumindest nochmal eine Karte ziehen. Also tot ist er ja so oder so. Schade, wir können es nicht nochmal durch irgendwas heilen. Oder doch hier. 3% zumindest. Ach, zumindest 10 Leben dazu bekommen. Ich pack jeden Strohhalm, den ich bekommen kann. Das war ein krasser Kampf. Also der hat auf jeden Fall mehr Leben abgezogen, als ich gedacht hätte. Aber er war notwendig, damit wir hier die Kacheln bekommen. Wieder eine Fluchkachel leider dabei. Und noch eine Fluchkachel. Geil, immer mehr Gegner. I love it. Fuck, ich glaube nicht, dass ich den Endboss besiegen kann, wenn ich so weiterspiele. So, wer von euch macht mehr Schaden? Der Rechte. Dann kriegst du hier die Schwächung erstmal ab. Und ich hätte ja auch noch eine Oxidation. Will jemand eine Oxidation haben? Vielleicht der Erste, damit du weniger Schaden aushältst. Finde ich gut, finde ich gut. Ich mache alleine richtig wenig. Okay, wir machen einfach nur einen Schlag. Den Stoß möchte ich mir aufbewahren. Der macht nämlich eigentlich mega viel Damage. Aua, scheiße. Das sieht nicht gut aus, wenn wir... Oh mein Gott, wenn ich jetzt keinen Heal bekomme gleich. Oder wenn ich nicht einen töten kann, dann bin ich auf jeden Fall tot. Wir müssen unsere Flüche auf jeden Fall wegmachen. Das ist sehr gut, dass wir das bekommen haben. Kriege ich die irgendwie tot? Schildstoß? Pow? Ja, fuck. Ich muss auf jeden Fall einen Trank nehmen. Damit ich 2-mal angreifen kann. Und jetzt muss ich hoffen, dass der linke Typ stirbt. Oh oh. Bitte stirb. Nein! Ich bin tot, glaube ich. Ich bin sowas von tot. Jetzt kommt die Heilung. Oh, vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück und der tötet uns. Mein Gott, wir haben nur 3 Leben. Okay. So, jetzt müssen wir ein bisschen schlau agieren. Der eine ist ja auf jeden Fall tot. Wir müssen jetzt 20 Lebenspunkte. Das ist sogar eine verbesserte Heilung. Okay, wir werden auf jeden Fall überleben. Den nächsten Angriff werden wir überleben. Wir heilen, glaube ich, alle nochmal. Beziehungsweise wir töten erstmal den einen, nicht, dass wir gleich Pech haben und der nicht stirbt. Das wäre nämlich richtig kacke. Und dann heilen wir alle, weil eigentlich heilt das nur uns. Das hatten wir ja eben schon mal gemacht. Okay. Oh mein Gott, wir hatten gerade so viel Glück, dass er uns nicht getötet hat. Aber jetzt müssen wir ihn töten, sonst sind wir tot. Obwohl, wenn wir unsere Rüstung erhöhen, dann vielleicht nicht. Gut, Schaden machen und unseren Schaden erhöhen. Und nochmal Schaden machen und unseren Schaden nochmal erhöhen. Achso, nee, nur erhöhen. Ohne Schaden machen. Ich hoffe, wir halten das jetzt aus. Ich meine, wir haben Rüstung zumindest. Genau, dann sollte er zumindest weniger Damage machen. Wir machen halt auch 84% weniger Damage. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich bin jetzt 100%ig tot. Ich kann ihn nicht töten, weil ich 84% weniger Damage mache. Und er wird mich gleich auf jeden Fall töten. Ich kann nur meinen Schaden erhöhen und die Abwehr vom Gegner verringern. Toll, aber das bringt mir halt gar nichts. Und Segen hat er nicht drauf. Und er macht gleich auf jeden Fall 31 Damage. Nicht mal ein Crit wird mich hier raushelfen. Tja, machst du nix. Bin ich leider tot. Er hat sogar nur 19 Leben abgezogen. Und jetzt verliere ich alles, oder? Alles, was ich dabei hatte.
Ich krieg einfach nur Staub dafür. So, alles klar. Ich habe mein Deck nochmal angepasst. Ich habe noch eine Heilung geklont eben für 100 Staub. Jetzt haben wir 3 Heilungen drin. Ich hoffe, das funktioniert jetzt besser. Ich werde jetzt nochmal reingehen. Ich werde es allerdings jetzt schneiden, bis ich wieder an der Stelle bin, wo ich eben war. Also ihr müsst das nicht nochmal alles angucken. So, alles klar. Ich bin jetzt wieder an dem Punkt, wo ich auch eben war, nur habe ich schon die Nebenmission geschafft. Ich glaube, ich habe das in Schnelldurchlauf hier einmal durchlaufen lassen und wir können jetzt zum Boss gehen. Ich habe auch sowieso gar keine Kacheln mehr. Von daher bin ich mal gespannt, wie der jetzt ist. Ich habe zumindest volle Leben. Den Trank, den ich in der Runde davor natürlich eingesetzt habe, der ist jetzt auch weg. Aber ich habe zumindest volle Leben. Also sollte das bestimmt ganz gut gehen. Hallo Boss. Bin mal gespannt. Auf jeden Fall diese Heilung, die ich da noch mit reingepackt habe, die ist wirklich richtig geil. Also ich krieg richtig häufig Heilung und das ist in diesem Spiel anscheinend sehr, sehr wichtig. Ich hab noch eine Karte drin, die ich nicht so geil finde, aber machste nix. Gut, erstmal Schaden machen. Aber wir hätten unseren Schaden erst erhöhen sollen und dann erst angreifen sollen. Aber gut, da war mein Gehirn wieder ein bisschen zu langsam. Ist in Ordnung. Wir haben einfach 3 Heilungen, was soll ich denn damit machen? Man weiß es nicht. Ich kann ja jetzt nur angreifen, bis er mich einmal angreift. Ja, das macht halt gar keinen Damage, weil seine Defensive 75% hochgegangen ist. Aber was soll's. Ja, wie sieht er jetzt anders aus? Er hat einfach nur ein bisschen Gold und ist noch ein bisschen größer als die anderen Zentauren da, oder? Bin mir nicht sicher. So, okay, auf jeden Fall einmal heilen. Das sollte für eine volle Ladung reichen. Und wir können halt nicht viel machen. Wir können gerade nur gegenheilen, weil unsere Karten so komisch sind. Oh, ein Stich. Der ist natürlich mega nice. Sollten wir allerdings auch erst einsetzen, wenn er keine Defensive mehr hat. Aber ich bin dran. Sag das doch. Warum bin ich denn dran? Ja, ich kann ja sowieso nichts machen, außer dich zu kitzeln hier mit meinen kleinen Stichen, die 5 Leben abziehen von deinen 450 Leben. Oh, er kann sogar Leute beschwören. Das ist ja richtig die coole Fähigkeit hier. Beschwören. Beschwörend Porn. Ist ja wie dieser eine Yu-Gi-Oh-Karte, die diese Geister beschwört. Wenn ihr die kennt. Ja, ich kann trotzdem nichts machen. Gut, kümmern wir uns erstmal um den Kleinen. Der kriegt zumindest auch Damage. Das ist doch schon mal ganz schön. So, 18 Damage hört sich mehr an als 5 Damage zumindest. Jetzt spawnt einfach die ganze Zeit Sachen oder was? Oh, hier, er ist angreifbar zumindest. Und wir setzen einen Stich ein, damit er überhaupt irgendwann mal stirbt, weil er macht sich gleich schon wieder um 75% erhöhte Abwehr. Der Doofkopf. Gibt so heftige Karten. Er hat den ersten Pawn verbessert tatsächlich. Okay, und sonst haben wir jetzt hier auch einen Bandspruch. Das ist natürlich sehr nice. Okay, erstmal heilen und dann kümmern wir uns trotzdem erstmal um den zweiten Pawn, damit der überhaupt irgendwann mal weg ist. Und dann sieht das, glaube ich, ganz in Ordnung aus. Er macht uns jetzt natürlich mega den Damage, aber hoffentlich kein Debuff. Ne, sieht gut aus. Gut, wir können ihn noch schwächen, dass er weniger Damage macht. Das klingt auch sehr, sehr gut. Und ich werde mich trotzdem erstmal um den Kleinen kümmern. Okay, wir haben sogar gekrittet. Und dann uns heilen. Jetzt, die Sache ist jetzt, unsere ganzen Heilungskarten sind jetzt weg, weil wir haben ja nur 3 Heilungskarten im ganzen Deck drinnen. Heißt, wir müssen jetzt nicht mehr hoffen, dass irgendwie eine Heilungskarte kommt, weil die wird sowieso gar nicht mehr kommen. So, wir können seine Abwehr runtersetzen, allerdings nur für eine Runde. Das heißt, das lohnt sich jetzt nicht. Das lohnt sich eher, wenn wir selber noch eine Angriffskarte irgendwie bekommen, die halt mehr Damage macht. Ja, weiß ich nicht. Ich muss ja sowieso alle töten, ne? Deswegen, ich greife erstmal den Kleinen hier an. Weil der macht doch auch ein wenig Schaden. So ist das. Ach, man sieht sogar, wen er angreifen will und wen er buffen will und so. Ah, jetzt raff ich das erst. Okay, die wollen jetzt beide mich angreifen. Das ist sehr toll. Erstmal seine Segen hier weg. Und dann könnten wir seine Abwehr zweimal nach unten machen. Aber das hält dann natürlich nicht an. Heißt, wir hoffen eventuell, den Kleinen hier zu töten? Naja, das wird nix. Egal. Dann war das jetzt auch dumm, dass wir tatsächlich... Fuck, ey. Dass wir von dem Großen den Buff weggenommen haben. Ich meine, wir haben ja auch noch so ein kleines Adlerauge gerade bekommen. Das erhöht meine kritische Trefferchance. Das finde ich ganz nice. Ja, komm, lass einfach mal einsetzen. Jetzt kritten wir mehr. Ist das nicht super Knorke? Ich finde das super Knorke. Dann können wir ja von mir aus einfach den hier einmal verbessern, weil er verbessert sich sowieso gleich. Also er greift gar nicht an. Und dann... Machen wir ihn sogar jetzt noch... Ne, wir können noch eine Karte ziehen, indem wir ihn angreifen, weil sein
Nee. Hä? Okay, ich hab's falsch gelesen. Egal, Leute, egal. Jetzt greift er uns allerdings gleich wieder an. Ja, am besten wir töten jetzt den Kleinen, weil dann ist er wenigstens weg. So, ich hoffe, das langt. 31? Ich glaube, das langt nicht. Nope. Das wird super knappi und wir können uns vor allem nicht mehr heilen. Der Kleine muss jetzt auf jeden Fall weg. Ist das kacke. Fügt allen zu und heilt den Zauber. Wir kommen 16%. Okay, der Kleine muss auf jeden Fall weg. Hier, spüre meinen Schildstoß, der gar kein Damage macht, weil du fucking 75% mehr Dinger hast. Hier, Oxidation und dann nochmal schlagen. Er muss halt einfach weg. Kacke. Ich kann mich mal nicht mehr heilen. Ich glaube, ich schaffe den nicht. Oh no! Denn ich bin mit dem nächsten Hit tot. Was? Ich kann hier die Karten, die ich habe, yo, wieder ins Deck reintun. Das kostet 103 Lebenspunkte. Ich habe doch keine 103 Lebenspunkte. Oh Mann, jetzt kriege ich den schon wieder nicht tot, oder was? Ey, ihr habt doch gar nicht so scheiße gespielt. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Nix, gar nichts. Ich kann mich heilen, ja, und nochmal heilen, und ich bin trotzdem tot. Greift doch irgendwen anders an und nicht mich, aua. Okay, der Boss ist ganz schön heftig, also dafür, dass es der allererste Boss ist, muss man hier schon ganz schön häufig alles machen. Und ich verliere jetzt schon wieder alles, was ich hatte. Nein, ich hätte vielleicht rausgehen sollen und die Sachen, damit ich die Sachen wenigstens behalte. Und dann instant zum Boss gehen. Ist das dein Ernst? Die Aufnahme geht jetzt halt auch schon eine Stunde. So, okay, Leute, ohne Mist, ich habe jetzt alles Mögliche verändert hier. Ich habe meine ganze Ausrüstung angepasst. Ich gehe jetzt nur noch auf dieses Erde-Symbol und auf Abwehr. Und das ist jetzt alles so ausgelegt hier. Die Rüstung verdoppelt meine Abwehr, der Helm gibt mir einen Defensivangriff, der Schaden in Höhe meiner Abwehr macht. Und so weiter und so fort. Hier auch. Erdezauber machen 50% mehr Schaden. Und die Sachen habe ich auch noch verbessert. Und ich habe auch Abwehr-Dinger hier aufgerüstet. Diese Rüstungssägen, dass die mir mehr Abwehr geben. Und dann habe ich hier noch einen geilen Schildstoß. Auch alles verbessert und so. Und jetzt habe ich hier halt neue verknüpfte Zauber. Und auch mein Standardzauber ist jetzt ein anderer. Und jetzt muss das ja wohl funktionieren. Ich habe jetzt ohne Witz richtig viel Staub ausgegeben. Und jetzt machen wir das noch einmal. Zum dritten Mal. Holy shit. Zweiter Tag. Okay, Leute, folgendes. Ich habe richtig viel Stuff in meinem Inventar hier. Da, das wollte ich gerade alles behalten. Guck mal, eine geile Vampir-Attacke ist auch dabei. Aber als ich kann nicht auf dieses Ding hier raufklicken, womit ich hier rausgehen kann. Und deswegen muss ich jetzt irgendwie gegen den Typen hier kämpfen. Mit nicht mal vollem Leben. Oh boy, das wird schon wieder nix. Na gut, wir probieren's. Mann ey, der hat aber so viele Leben und alles. Und mein Deck ist viel zu klein und ich habe keine Leben und überhaupt gar nichts. Das ist alles blöd, aber ich habe richtig viel Verteidigung. Ich find's auch cool, dass sie im Spiel selber gemacht haben, dass man jetzt hier dieses neue Schwert sieht und sowas. Den Helm haben wir halt leider nicht auf, aber das ist schon in Ordnung. Na gut, was machen wir denn dann erstmal? Erstmal natürlich die Verteidigung vom Gegner runter. Ja, das klingt doch schon mal gut. Dann den eigenen Schaden erhöhen klingt auch gut. Und einfach mal heilen, weil dann haben wir volle Leben. Ist doch auch schön. 60 Leben heilen ist schon mal ganz nett. Dann haben wir ja doch eigentlich volle Leben. So, er wird sich gleich verbessern. Und zwar ganz viel Abwehr wird er kriegen. Deswegen lohnt sich Schwächung noch nicht. Wir können uns aber verbessern von mir aus. Wir machen ja gerade noch... Oh, er hat sich auch gerade geheilt. Wie ist das denn passiert? Naja, nicht so schlimm. Dann hauen wir hier noch... Ich weiß nicht, Schildstoß, es kann halt mega stark werden später. Ich glaube, ich setze erstmal nur Erdbeben ein hier. Ganz, ganz leger erstmal starten. Jetzt hat er ganz viel Rüstung, aber das ist ja kein Ding. Oh, jetzt wird er hier gleich wieder irgendwas beschwören. Das heißt, Schwächung lohnt immer noch nicht. Heilung aber auch nicht, weil das 60 Leben heilt, aber ich gerade nur 45 heilen kann. Was soll denn der Scheiß? Greifen wir halt wieder ganz normal an. Wir kriegen jetzt keine neuen Sachen. Der komische Hieb hier ist auch vollkommen... Den können wir weggeben. Keine Ahnung, warum ich den überhaupt drin habe. Ich glaube, das kommt auch durch irgendeine Waffe oder sowas. So, greift er jetzt gleich an oder nicht? Da muss ich jetzt mal ganz kurz drauf achten. Na komm, nächste Runde hier. Er wird noch was beschwören. Oh nein. Wie kann er das wagen? Okay, wir erhöhen unsere Abwehr. Denn dadurch wird unser Schildstoß auch stärker. Weil der wird stärker, umso höher unsere Abwehr ist. Heißt, wir werden das kleine Vieh schwächen, damit der nicht so viel Damage macht. Und ihn dann einen Schildstoß reindrücken. Ah, wir hätten ihn sogar töten können. Fuck, na gut. Das konnte ich ja nicht ahnen, Leute. Wie sollte ich das denn ahnen? Das geht doch gar nicht zu ahnen. Okay, den Kleinen töten wir auf jeden Fall erstmal. Zack, damit der keine komischen Sachen mehr macht. Die Sache ist, wir haben nur noch 7 Karten. Und dann kann ich nur noch Erdbeben machen. Das ist richtig dumm. Wir haben noch einen Defensivangriff. Und er ist gerade nicht verbessert, deswegen... Ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir das jetzt einsetzen. Dann machen wir auf jeden Fall richtig den Damage auf ihn. Bam! 99 Damage. Friss das, du komisches Viech. Tja, mir doch egal, dass du dich jetzt wieder gestärkt hast. Er verstärkt sich vor allem gleich nochmal, dann hat er einfach 150% mehr Schaden. Und er hat sowieso jetzt schon sau viel Schaden. Richtig behindert.
Okay, Wappnen ist ganz cool. Dann können wir nämlich unsere eigene Abwehr nochmal erhöhen. Blau! Wir sind noch stärker geworden. Und dann können wir uns eigentlich nochmal heilen, damit wir wieder volle Leben haben. Dieses Buße funktioniert übrigens nicht, weil das entfernt ja alle Flüche bei diesen komischen minus 13 Schaden-Gedingsbums. Das geht dadurch nicht weg. Falls ihr euch das gefragt habt, ihr habt euch das bestimmt gefragt. Ich kenne euch doch. Okay, Heilung lohnt nicht. Wir müssen jetzt ganz schlau agieren, Leute. Wir setzen hier mal so einen Trank ein, der unsere Crit verbessert. Es lohnt halt gerade gar nicht, die anzugreifen, ist die Sache. Und wir haben auch nicht mehr so viele Karten. Heißt, wir greifen einfach ganz normal an, macht sowieso kein Damage, juckt gar keinen. Wir müssen halt abwarten, dass deren Buffs weggehen, leider. Hä, lol. Der hat 20 Schaden selber zugefügt. Sonst ist er auf jeden Fall wieder verwundbar. Das heißt, wir sollten ihn jetzt auf jeden Fall angreifen. Wir erhöhen unseren eigenen Schaden, machen einen Stoß auf ihn, machen einen ganz normalen Angriff auf ihn. Ich glaube, ja, mit dem nächsten Angriff sterben wir auf jeden Fall noch nicht. Ist, glaube ich, ganz okay. Und wir können uns auch noch einmal heilen. So weit, so gut. Okay. Und wir haben sogar noch einen Bannspruch. Das heißt, wir können seinen Segen... Oh, er hat sogar noch gar nicht gemacht, aber wir können gleich seinen 75% Defensiv-Siegen auf jeden Fall wegmachen. So, erstmal verbessern wir unsere Crit-Chance. Dann heilen wir uns einmal und greifen einmal ganz normal an. Und hoffentlich kriegen wir gleich noch irgendeine Damage-Karte, weil sonst sieht das hier schon wieder doof aus. Wenn wir die ganze Zeit nur mit Erdbeben angreifen dürfen, ist das echt nicht so ganz geil. So, okay, erstmal unsere Abwehr erhöhen, weil die werden gleich beide angreifen. Den Segen von dem Typen entfernen, ihn Damage machen und seine Defensive runternudeln. Die Sache ist, wir haben jetzt keine Karten mehr. Ab jetzt haben wir keine Karten mehr. Richtig dumm. Ich kann nur noch mit Erdbeben angreifen. Oh Gott, hoffentlich langt das, den zu töten damit. Aber ich bin gleich schon wieder tot, oder? Ich krieg nicht mal den Typen tot. Ja, scheiße. Kann man irgendwie flüchten, wie bei Pokémon? Ah, 78 Lebenspunkte. Ich habe keine 78 Lebenspunkte. Die kann auch sonst nichts machen. Oh Mann, ich krieg den schon wieder nicht tot. Ja, GG. Ich habe schon so gut gekämpft, wie ich konnte. Du Arsch. Ja, ich bin tot. Weil ich keine Karten mehr habe. Oh Gott, dieser Typ ist viel zu schwer. Und wieder alles weg aus dem Bag. Das dauert immer 40 Minuten, zu mir zu kommen. Dritter Tag. Nein, das ist doch alles gut hier. Toll, ich hätte jetzt zum Boss gekonnt, aber ich kann nicht auf zu schade klicken. Mann, jetzt muss ich das Spiel komisch beenden. Und locker hat er nichts gespeichert. Vierter Tag. Man muss übrigens darauf achten, ob die Gegner auf dein Feld kommen. Diese Dinger hier bewegen sich drei Felder und wenn die nämlich als erstes auf dein Feld sind, dann greifen die dich auch an. Aber wenn du auf deren Feld gehst, dann kannst du als erstes angreifen. Mann, diese Sarkophage sind kaputt. Ich kann schon wieder nicht raufdrücken. Oh, diesmal kann ich nicht mal die Map hier verändern. Das ist ja, doch, da. Irgendwas passiert. Aber auf zu schade kann ich trotzdem nicht klicken. Hey, alles bewegt sich, aber ich kann nicht auf zu schade klicken. Das ist ja zu schade, dass ich nicht auf zu schade klicken kann. Weil er denkt, ich nehme hier irgendwas. Habe ich die Runde beendet. Kannst du bitte dieses zu schade wegmachen? Diese Sarkophage sind einfach kaputt. Ich kann nichts machen. Greif mich halt an, du komisches Ding. Hier, platziere dieses Teil irgendwo. Das ist ja zu schade, dass dieses Spiel nicht funktioniert. Ist ja zu schade. Heute ist nicht dein Tag, ja? Wegen dir, du schönes Spiel. So, dieses Mal werde ich nicht diesen blöden Fuck-Sarkophag aufmachen, weil der immer alles kaputt macht. Dummes Scheißding. Ich stapel nämlich auch nicht mit. Mir alles egal, ich will jetzt einfach nur zu dem Boss. Ja, ja, mach halt kaputt, dann kann mir wenigstens keiner folgen. So, Boss, du und ich, wir zwei. Noch einmal, zum dritten Mal. Diesmal werde ich dich richtig vernichten. Mann, ich gebe mir so Mühe, dieses Spiel zu mögen und ich mag's auch. Und dann kann man da so einen blöden Button nicht drücken, was alles kaputt macht. So, Leute, ich habe meine Waffe nochmal besser gemacht. Und ihr seht schon, ich kann jetzt alle Gegner damit angreifen. Das ist richtig geil, wenn er da gleich seine komischen Geister wieder machen will. Aber erstmal, keine Ahnung, lohnt hier alles nicht, was wir haben. Unsere Rüstung erhöhen lohnt nicht, weil er nicht angreift. Ja, komm, einfach Erdbeben hier. Bau, bau, bau. Zumindest ein bisschen Damage machen. Diesmal haben wir ihn, Leute. Diesmal haben wir ihn. Das hat 200 fucking Staub gekostet und Staub kriegt man richtig wenig in diesen Spielen nur, die Waffe zu verbessern. Aber jetzt hab ich's. Okay, er greift gleich an, deswegen können wir ihn jetzt einmal schwächen. Dann macht er zumindest weniger Damage und uns erhöhen. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und dann einfach nochmal kein Damage machen. So, sehr gut. Ja, der heilt sich einfach. Ja, ist okay. Möchtest du nicht deine Geister irgendwie machen, bevor du hier irgendwas anderes machst? Weil ich kann gerade nichts machen, wenn du irgendwie nur so einen Schwachsinn machst, you know.
ist doch langweilig. Boss, mach doch bitte irgendwas Interessantes. You know? Du kannst nicht einfach 75 Defensive mehr haben und nichts machen. So läuft das hier nicht. So läuft das hier nicht. Ich kann doch sonst nichts machen. Ich muss doch jetzt warten, bis du mal irgendwas Cooles machst. Und du hast mir auch nicht genug Leben abgezogen, dass ich mal Heilung hier bekomme. Warte, ich möchte mal gucken. Kostet das jetzt weniger? Ja, kostet trotzdem 78 Lebenspunkte, mein Deck hier neu zu machen. Alles klar, für 2 Karten. Ist in Ordnung. Guck mal, da hat er sich jetzt aber wieder selber wehgetan. Mach doch deine Geister, ich warte doch nur drauf. Statt dich immer nur zu verbessern hier. Ja, ich kann nichts machen. 3 bis 5 Damage, Leute. Das geht richtig in die Ohren. Oh, Crit minus 7. Krass. Das ist ja witzig. Er verbessert sich gleich einfach nochmal. Ja, komm, dann nehmen wir hier so ein Trefferschance-Ding. Warum nicht? Juckt ja nicht. Hier nochmal 4. Irgendwann habe ich ihn, wenn ich immer 4 Schaden mache. 150% mehr ist in Ordnung. Macht da gleich noch krass den Damage rein. Aber ich kann ja gerade nichts machen, von daher. Hier, ein Damage. Wenn ich dich. Oh, Crit. Wenn ich dich jetzt noch 350 Mal damit angreife, dann bist du auch weg. Tja, was sagst du nun? Schön, dass du dich heilst. Okay, dann ist er natürlich nie weg, wenn ich immer nur 1-2 Damage mache. Kann immer noch nichts machen. Jetzt macht er zum Glück gleich mal seinen Geist. Dann kann ich euch auch zeigen, dass ich jetzt mit meinem. Kann es eigentlich mal heilen, eigentlich. Jetzt lohnt sich das nämlich doch. Dass mein normaler Angriff jetzt mehrere Leute trifft. Und er macht auch mehr Schaden, was ganz nett ist. So, wir könnten es selber verbessern, aber der Dude ist gerade geschwächt. Oh, das ist ja mega nice. Okay, hier, Oxy. Nee, Oxidation bringt nichts, weil. Doch, Abwehr runter ist okay. So, ich habe mich jetzt darauf eingestellt, den Typen als erstes zu vernichten. Und gleichzeitig töten wir gleich noch die beiden Geister. Das lohnt natürlich mehr, wenn 2 Geister auch tatsächlich da sind. Ich bin ein Geist. Uiuiui. Oh, ein Defensivschlag. Der wird jetzt natürlich mega viel Damage machen. Mit. Warte. Haben wir so einen. Ja, wir haben so einen Trank, dass wir noch einen Aktionspunkt mehr haben. Dann machen wir das jetzt so. Wir verdoppeln unsere Abwehr. Zack. Und jetzt macht der Defensivschlag nämlich richtig viel Damage. So richtig viel. Was wir auch noch machen könnten, wir könnten unseren Rüstungssegen nochmal um 20% hochsetzen. Ja komm, wir machen jetzt alles, Leute. Rüstungssegen nochmal 20% mehr und Defensivschlag. Bäm! 218 Damage. Tja, damit hat er nicht gerechnet. Der Doofkopf. Alles auf eine Karte. Er tötet sich sogar selber gleich hier. Geiler Scheiß. Okay, das gefällt mir sehr gut. Das sieht gerade richtig gut aus. Richtig gut. So, wir erhöhen unseren Schaden ein bisschen. Und jetzt können wir alle 3 angreifen. Mit ein bisschen Glück. Okay, es langt nicht, aber vielleicht mit Stoß können wir ihn vielleicht töten. Nope, schade. Aber mit dem nächsten. Ja, jetzt hat er halt wieder 75% mehr Defensiv. Nee, er hat es auf einen anderen Typen gemacht. Was ein Dummkopf. Was ein Vollidiot. Tja, dann bist du jetzt leider tot, du komischer Boss. Tja, hast du davon? Meine Fresse. Aufnahme geht 2,5 Stunden. Ich habe ihn endlich besiegt. Okay, wir sollten aber den Tag nicht vor den Abend loben, denn noch haben wir nicht gewonnen. So, ja, einfach mal angreifen. Guck mal, der eine ist sogar fast tot. Das ist ja nett. Das war aber eben richtig schöner Damage. Das war auch richtig schön befriedigend, ihn da so ein 200er fucking Damage reinzudrücken. Der Blödkopf. Hier, dir die Defensive klauen. Unseren Schaden erhöhen. Und reingeballert. So, ihr könnt mich mal. Fucking Finale hier. Mann. So, ist das und dann sei einfach tot. Danke. Krass, ey. Das war, glaube ich, die beste Neuerung, die ich gemacht habe, meine Waffe zu verbessern. Wieso bin ich da nicht von alleine drauf? Also doch, ich bin da von alleine drauf gekommen. Aber warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Misch die zuletzt gespielten 2 Karten in deinen Zielstapel. Das ist natürlich auch mega nice. 2-mal Heilung, wieder drinne. Und Rezept für Härtung, na ganz toll. Das war ein richtiges Scheißlevel. Wenn man jetzt nicht in der zweiten... Oh, eine Rückschaft, ja! Wenn man nicht in der zweiten einen Mitstreiter bekommt, dann keine Ahnung, ey. Das ist ja viel zu heftig, wenn man das alles alleine machen muss. Bla, bla, bla. Oh, wir können sogar wählen nach jedem Kapitel, was für eine Belohnung wir haben wollen. Also es ist meiner Meinung nach jetzt am Anfang schon sehr grindlastig und es ist anscheinend auch so ein bisschen Woke-Light, wenn ich das sehe. Magische Stiefel wie in den Märchen. Schwarzes Loch. Oh, fügt mega viel Schaden zu. Und heilt den Zauberwecker um 22%. Das ist ja mega gut für Schuhe. Oder ein magisches Zauberbuch ist wahrscheinlich mehr Leben... Hat, der Zauber ist episch, aber hat keinen Effekt. Alles klar. Ist wahrscheinlich ein Random-Effekt oder so. Ich nehme auf jeden Fall die Schuhe, Leute. Bin doch nicht doof. Ah, dieses Video wird sowieso schon viel zu spät kommen. Was haben denn meine Schuhe bisher gemacht? Erhöht die Trefferchance. Ja, YOLO. Hier Schuhe einfach mal. Epische Schuhe. Die mich auch noch heilen, während ich mega den Damage mache. Und das kostet nur einen einzigen Punkt. Richtig heftig.
Gut, ja, dann würde ich sagen, das war's mit dieser viel zu langen Folge. Auf jeden Fall, die Aufnahme ist viel zu lang. Ich hoffe, ich kann das ein bisschen runterschneiden, dass das, ja, nicht ganz, nicht allzu lang ist. Aber ja, wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst es mich wissen. Das Spiel ist wirklich eigentlich ganz cool, aber man kommentiert halt irgendwie immer dasselbe. Von daher müsst ihr mir sagen, ob ihr da weiter sehen wollt oder nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Und gute Nacht, wenn ihr das seht, wenn das Video hochgeladen ist. Weil es viel zu spät hochgeladen wird. Tschüss.